country is the electro. Rammstein-Fan. In his caravan is the future man. Hallo Leute und willkommen zurück zum wirklich letzten Teil Let's Play Mad World. So, jetzt kommt noch die finale Cutscene und dann noch die Credits. Congratulations, Jack. Champion once again. At our considerable expense. Sucks to be you. Maybe you weren't meant to be in the bookie business. You could try something else. Polo, maybe. It's a thought. So is this. Kill him! Er wollte sich ja nicht an die Regeln halten. Jack? Jack! Are you okay? Jack, what's going on? Looks like I'm the one in need of a rescue. Jack! I'm glad I made it in time. I saw you go into the tower, so I snuck in after you. You snuck in? What? I'll give you credit. You ran a pretty good line of bullshit. But in the end, it smelled exactly like crap. You were the one who set all this up. You and your daddy's company. It's all about publicity, isn't it, Leo? What better way to get the word out about a killer virus than release it on an entire city? Funny coincidence your company makes the vaccine. Why, any self-respecting country would pay whatever you asked if the alternative was annihilation. I want my lawyer. I've got nothing to say to you. Not even one little thing? See, I was wondering, why Death Watch? If getting word out about the virus was the goal, why risk an uncontrolled element like the games? Jack. You're here to arrest me, right? You better hurry, or I'm gonna die on you. Oh, Leo. Poor little Leo. I'm no champion of justice, and I'm certainly not its bitch. What? You mean you're just using the Bureau? That's a laugh. Oh, come on. Clear your throat and answer my question, douchebag. My dad wanted the vaccine. That was his. I just... You just... It was fun, Jack. That's all. I can have anything. Drugs. Women. But the game. Jack, the game. It was the best, Jack. Ah, so that's why you were there.
Just had to be in the thick of it, didn't you? Wanted to feel it on your skin. Now, help me, or I'm gonna... I don't help people. I kill them. I hate this part of town. These billboards are a fucking waste of money. Self-centered credit boards, if you ask me. Ja, Leute. Das war Let's Play Mad World. Ein Spiel mit einer richtig mega geilen Story, wenn man sie denn versteht, wenn man ein bisschen Englisch kann. Ja, was soll ich sagen? Das Farmunternehmen seines Daddys und er selbst sind die Hauptverantwortlichen für Deathwatch. Und er fand das Spiel halt geil, Menschenstern zu sehen und so, weil er sonst alles haben konnte. Verwöhntes Arschloch. Ja, und Jack hat ihn halt getötet jetzt dafür. Richtig so. Okay, ja, das sind die Credits. Hier noch ein schöner Song nebenbei. Kann ich nichts mehr machen, steuern oder so? Kann ich nicht. Wir können das Spiel jetzt als Belohnung nochmal auf schwer durchspielen. Und wir hätten jetzt auf normal. Habe ich noch nie geschafft auf schwer. Vielleicht kriegt man da noch eine extra Belohnung, wenn man das schafft. Ist echt hart. Wir hätten dann jetzt noch Bonuswaffen: das Katana, dieses Samurai-Schwert. Und die Double Chainsaw. Ja, ich glaube, das war's. Die zwei Waffen haben wir dann jetzt gekriegt noch. Und ja, ich weiß immer noch nicht, was ich als nächstes anfangen soll. Dino Crisis oder Paper Mario 2. Also Dino Crisis 2 oder Paper Mario 2. Aber ich glaube, ich werde mich für Dino Crisis 2 entscheiden, da es schon viele Let's Plays von Paper Mario 2 gibt. Dino Crisis 2 hat noch... Ja, ich weiß nicht, ob es schon jemand professionell gemacht hat. Aber bis jetzt habe ich nicht sehr viel gefunden. Von daher Dino Crisis 2 ist auch ein richtig cooles Spiel für PS1, PSX, also bei PlayStation 1. Ja, werde ich das wahrscheinlich dann als nächstes anfangen. Ich hoffe, die Dessel funktioniert auch für PS, habe ich noch nie probiert, aber warum nicht, Gottes Willen. Ja, aber nochmal zu Mad World. Ich fand es schon, also es ist eine schöne Mischung aus, es soll auch provozieren, aus Blood, Violence und so, also... Ja, wisst schon, Metzel und so ein Zeug. Ist auch ein bisschen provozierend, das Spiel. Und ja, die Story ist echt genial. Echt, die können aus einem Hollywood-Film sein. Ja, das Spiel gibt's übrigens, ist in Deutschland indiziert. Ich habe es mir über eine österreichische Seite gekauft. Werde ich jetzt hier nicht sagen den Namen, werde ich jetzt hier keinen Werbung machen. Also kriegt man bestimmt noch auf anderen Seiten. So bekannte Seiten wie eBay und so. Da wird zur Werbung gemacht, aber gut, ist eBay hat es eh nicht nötig, von mir Werbung zu bekommen. Ja. Das wird sich jetzt hier ein bisschen noch wiederholen. Die Musik ist auch nicht die beste am Ende, finde ich. Wirklich, ist schade eigentlich. Die Endmusik ist nicht wirklich die beste im Spiel. Kann ich das irgendwie abbrechen? Nope, geht nicht. Guti. Lass mal die noch vorbeiziehen, oder die 5 Minuten können wir jetzt noch so rumkriegen. Jo. Und dann haben wir schon ein Feuerwerk. Wenn wir das erreicht haben, dann war's das. Dann sind die Credits aus. Da werden noch sowas stehen wie das und das hast du freigeschaltet. Oh, das war's sogar schon. Okay. Ah. Oh, der Song. Bitte, bitte, bitte such den auf YouTube. Der heißt Soul. Mad World Soul. Einfach mal eingeben. Ey, der ist einfach so... Genial, dieser Song. Ich glaube, ich werde ihn euch jetzt noch ein bisschen hier
lassen, damit ihr den hören könnt. Also Leute, man sieht sie dann beim nächsten Let's Play. Ich verabschiede mich hier mit The Game Must Go On. Lord help me save my soul. I define my direction and cast my light in time that shines my protection. I shed blood just to rhyme in perfection and move at God's speed, no time for reflection. It's evident in the movement that he steps with. A monster has arrived, the kid on some next shit. But never live with the flow beyond weapons, the style beyond ripping the hearts for rhymes kept in. Shit, so he can't fade out. It's too much ground and state to let the beat play out. It's like time stops, what would he say now? Or can you move when they try and put what he say down? See, that's a discipline. I push music on these actors and go hard, so these little disputes ain't a factor. I gotta get my name up in the rafters and make it so only real shit is coming right after. Let's go. Lord help me save my soul. I'm trying not to lose control. I'm trying not to lose control. Trying to find my position in time to get it popping before I'm out of my mind. See, I be out on the grind for a week at a time, like I be dead when I close my eyes. So I be sleeping one eye open, vision on my hopes and dreams, with a desire that it burn till it's smoking. I'm on fire, ain't no need for provoking. My soul providing the fuel that'll keep me open. By any means, they still trying to control him and take away the light he holds so they can close him. But never that, there's no force to hold him down when he grabs that mic and goes in. I'm so far above what y'all is dealing with. I'm so close to the edge, I'm unlimited. I'm so diligent till the end, I'm killing it. And with my last breath, I exhale, spilling this. Lord, help me save my soul. I'm trying not to lose control. I'm trying not to lose control. But I might have to let go. So Lord, help me save my soul. I'm trying not to lose control. I'm trying not to lose control. But I might have to let go. Which one was the producer? He showed up that one time with pizza for everybody and asked if everything was okay, and then he left. I thought that was the pizza delivery guy. Well, he's both. The director's a lot like my dad. He gets drunk, he yells a lot, he passes out in a pool of his own drool. He's harmless, and people usually just ignore his ramblings.